autonomous driving. Autonomes Fahren wird die Mobilität der Zukunft komfortabler und sicherer gestalten. Viele unserer aktuellen Fahrzeuge bieten bereits heute erste teilautonome Fahrfunktionen, wie beispielsweise den Stop-and-Go-Pilot, der das Fahrzeug selbstständig durch stockenden Verkehr fährt. Es kann noch ein paar Jahre dauern, bis unsere Autos auf allen Straßen und bei allen Geschwindigkeiten vollständig autonom fahren können. Aber die gute Nachricht ist, dass Fahrer, wenn sie wollen, ihren Fahrzeugen bald mehr autonome Manöver in immer mehr Situationen übergeben können. Zuerst auf der Autobahn und dann beim Parken. Was aber braucht ein Auto, um autonom fahren zu können? Es muss vor allem erst einmal seine Umgebung verstehen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Dazu benötigt es eine Menge an Daten und Informationen, die es von seinen Sensoren erhält. Wir arbeiten zurzeit mit Ultraschall, Radar und Kameras, um das Fahrzeugumfeld in allen Richtungen zu erfassen. In der Zukunft könnten zusätzliche Sensortechnologien hinzukommen. Schauen wir uns nun die Sensoren unserer aktuellen Forschungsfahrzeuge genauer an. Vom Serienfahrzeug haben wir die Stereokamera genommen, die genaue Messungen der vor dem Fahrzeug befindlichen Objekte vornimmt, wie beispielsweise feststehende Hindernisse, andere Fahrzeuge oder Fußgänger bis zu einer Entfernung von 50 Metern. Darüber hinaus ermittelt die Kamera auch den Spurverlauf. Noch weiter voraus schaut ein Fernbereichsradar. Dieses Auto nutzt zwei weitere dieser Radarsysteme, die auf jeder Seite angebracht sind, um den Verkehr an Abzweigungen und Kreuzungen rechts und links zu erfassen. Darüber hinaus gibt es vier Nahbereich-Radarsysteme, die das unmittelbare Umfeld des Fahrzeugs kontrollieren. Diese sind im Kreisverkehr und beim sicheren Überholen von Radfahrern hilfreich. Eine Kamera deckt die Fahrtrichtung ab und prüft Ampeln, eine andere den Bereich hinter dem Fahrzeug und hilft zudem bei der Lokalisierung des Fahrzeugs zusammen mit dem GPS-System. Das Fahrzeug wird von digitalem Kartenmaterial unterstützt, das genauer und detaillierter ist als die herkömmlichen Navigationskarten, die wir bisher kannten. Sie enthalten beispielsweise Informationen über die Position von Ampeln oder Stoppstellen, Vorabinformationen, die später vom eingebauten Sensorsystem analysiert werden. In unseren Autos analysiert und bewertet ein Intelligent Drive Controller Daten in Echtzeit und bestimmt das für die jeweilige Situation am besten geeignete Fahrmanöver. Diese zentrale Entscheidungseinheit ist unabhängig von den Außensystemen des Fahrzeugs und deshalb gegen unerwünschte Fremdeinwirkung geschützt. Wir haben viel gelernt, als wir die erste Langstreckenfahrt von Bertha Benz vor rund 125 Jahren mit einem selbstfahrenden Auto wiederholt haben. Und wir haben herausgefunden, wie wir unsere Systeme von Autos auf Lkw übertragen können. Wir testen unsere autonom fahrenden Fahrzeuge nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, damit wir eines Tages in der Lage sind, den Verkehr weltweit zu meistern.